habe noch nicht mal Pfeil und Bogen. Kaputt. Hinter euch. Rakan, hinter dir ist noch ein Zombie. Da. Knüppel ist schon cool. Knüppel auf den Kopf. So, willkommen. Wir sind wieder am Zombie-Klatschen. Da hinten ist noch ein dicker Zombie. Wir haben heute komplett neu gestartet. Bei mir sind Rakan und Theo. Hi. Hi, gerade voll in Beschäftigung. Genau, wir haben neu Theo. Wir haben neu angefangen, weil heute, ganz untypisch für die Fun-Pimps, nicht an einem Samstag, sondern was ist heute eigentlich, Donnerstag, wa? Heute ist Donnerstag. An einem Donnerstag, die Alpha 16 offiziell erschienen ist und wir haben den Server direkt resettet, aufgespielt und haben dann direkt hier uns erstmal ein Städtchen gesucht. Ist eine schöne große Stadt in einem grünen Biom, absolut eben, absolut plan. Und in diesem Häuschen, wo wir schon einen Kletterschutz ringsherum gebaut haben, werden wir die ersten Tage gemeinsam Quartier beziehen und werden dann die angrenzenden Grundstücke unter uns aufteilen und dann wird, wie angekündigt, hier jeder seine Base bauen. Hauptsache, ihr schnarcht nicht. Genau. Weil der Mike alleine hier noch. Richtig. Obwohl, was heißt richtig? Ich weiß doch nicht, ob du schnarchst. Ich gehe mal schnell einen Baum fällen, ich brauche nämlich Holz. Ja, ich schnarche und das Geile ist, mein Hund auch. Wir haben auf Arbeit in der Wache eine Katze. Ich nenne sie immer liebevoll die Therapiekatze. Ja, die kannst du denn streicheln, wenn du mal wieder voll am Austicken bist. Und die schnarcht auch, ja. Dafür habe ich Theo, dann kann ich doch mal hier auf den Hintern hauen. Geh nochmal an. Sind noch mehr Zombies. Theo, weg! Heil verballert. Da ist noch nichts drin. Ja, ich brauch unbedingt Knochen, ich will ein Messer bauen. Ja. Wenn alle drin ist, dann. Das. Ja, hab einen Knochen. Ich hab gar nichts. So, da hinten sind noch drei Zombies. Warte mal, ich kann dir Uri ins bauen, wenn du willst. Wenn man nicht zwei dafür braucht. Nee, du kannst zwei Messer bauen, warte. Ich schmeiß dir mal ins hin, mach mal eh. Jo. Warte, danke. Perfekt, dann los. Dann noch mal die Zombies knallen. Yippie. Hier, komm mal her, Püppi. So, ein bisschen Holz habe ich auch. Ich werde jetzt mal unsere Unterkunft durchstöbern. Ich schätze mal, da werden noch ein paar Zombies rauszukillen sein. So, wir spielen wie gehabt. Modus ist normal. Alles auf dem üblichen Einstellung. Das Einzige, was wir jetzt anders machen in Zukunft, wir haben mal testweise das Rennen der Zombies nachts abgeschaltet. Ja, jeder, der findet, dass wir Weichwürste sind, der mag recht haben. wir wollen mal so ein bisschen so The Walking Dead eher spielen. Ne? Da ist es ja auch so, dass die Zombies im Allgemeinen nicht rennen nachts, sondern langsam sind. Dafür werden wir die Menge der Zombies, die so spawnen können, so sukzessive, so Stück für Stück ein bisschen anpassen. Also eher erhöhen als senken, logisch. Momentan ist alles im Normalmodus, wie das eingestellt ist, wenn man den Server aufsetzt. Und wie gesagt, das Einzige, was anders ist als davor, ist eben, dass selbst nachts Zombies nicht rennen. Und normal ist ja nichts. Nicht mal wir. Normal ist sowieso nur das, was wir mögen und fertig. Wo ist das? Mach jetzt auch nicht mehr. Essen sorgen, Ja, mit Mono. Oh.
genau so groß wie ein Hirsch. Zombies kann man nicht essen, aber Hirsche. Hirschragout. Da rennt ein komischer Zombie, der soll mal wegrennen. Verdammt, ich bin Hirsch. Okay, das ist kein Zombie, das ist Theo, wenn er so aussieht. Hey, ist ein Wolf. Oh, Scheiße. Oh, beim Zombie, der ist ein Zombie und der Bremser war der denkt, ist ein Wolf. Wieder. Warte mal, ich muss mal weiter an meinen Optionen. Video. Sichtweite, warum macht er meine Sichtweite 8? Verstehe ich nicht. Sichtweite habe ich voll aufgedreht, glaube ich. Aber ich kann die Sichtweite gar nicht einstellen. Das kannst du nur in den Optionen außerhalb des Spiels, meine ich. Achso. Ich höre doch hier einen Zombie. Das sind noch 4 Zombies? Naja. Oh, der hat in unsere Toilette eine zweite Tür eingebaut. Was? Komm, Theo, wir gucken, ob wir irgendwo in Rumsbums finden, hier so ein Hirschchen oder so. Scheiße, da unten ist der Wolf, pass auf. Links von dir ist der Wolf. So, die Bude ist sauber. Ich guck nochmal aufs Dach. Zu zweit? Klar, schafft er den. Das war ich auch. Ich fang an. Vorsicht. Also Ballerglämme drauf. Daneben geschossen. Treffer. Das ist nicht. War der was gesessen? Der hat oben gesessen. Auch. Der hoch. Oh. Jawohl. Nimm den Knochenmesser. Hab ich. Ja. Und? Ich glaube nur 3. 3. Naja, 3 Fleisch ist besser als gar keins. Sehr witzig. 3 Fleisch, aber 7 Leder. Ja, blöde. Naja, da war halt ein ausgehungerter Wolf. Da war der Fell noch größer als er. So. Ein alter, lappriger Wolf. Ja, angeln müsste man noch können. Das wäre cool. So. Ja, ich hatte das ja in dem Video, was heute online gegangen ist, noch zu dem Testlauf davor, als es noch die Experimental war. Ihr sagt, dass die Ausbeute aus den Tieren generell relativ gering ist. Also 3 bis 4 Fleisch, wenn man nachher bessere Messer benutzt, erhöht sich das auf 4 Fleisch, glaube ich, war das gewesen. Ich glaube, du kannst das auch einstellen. Nee. Beim Skillen. Ach so, ja, genau. Ich hatte mal testweise heute einfach nur, damit wir wissen, mal das, was man looten kann, um 2/3 erhöht. Ja, das kann man ja einstellen, 50%, 75%, 100% und höher. Und die Menge an Fleisch bei den Tieren ist gleich geblieben. Also man kann da wirklich nur das einstellen, was man in irgendwelchen Kisten und Häusern und Autos und so weiter findet. Man muss jetzt also wirklich zusehen, dass man in diesem Bereich skillt, dass man bessere Waffen, Jagdmesser und so weiter benutzt, damit man entsprechend die Ausbeute aus den Tieren erhöht. Weil das ansonsten so ist, wie in dem Video, was heute online gegangen ist, zu sehen ist, dass man zu zweit 4, 5 Hirsche braucht pro Tag. Das ist schon recht ordentlich. Nebenbei bemerkt, bin ich am Verhungern. Ja, wir sind auf Jagd. Scheiß auf Looten erstmal. Wir brauchen was zu fressen. Naja. Ja, dabei. Aber ja, nee, ich meine. Das ist. Aber diese Hirsche sind auch ziemlich selten hier. Entweder haben die Zombies sie alle aufgefressen oder ich will es auch nicht. Und Luft. Hier ist ein Zombie, den will ich. In der Hütte mal gucken da oben. Tch,
So, wie man hier schön sehen kann, ist es eine relativ große Stadt, relativ eben. Und wir werden dann diese einzelnen Parzellen dann untereinander aufteilen. Also da, wo wir jetzt momentan übernachten und das Rathaus, wo ich direkt davor stehe, das wird dann sicherlich eine Parzelle, gegenüber auf der Straße wird noch eine Parzelle und so weiter und so fort, so wie jeder so die Größe braucht, dass wir dann direkt Nachbarn sind. Pass auf, da ist noch ein Wolf. So, aber das hilft nicht, ich muss jetzt noch ein paar Blaubeeren essen, ansonsten wird es eng. Theo, hilfst du mit bei dem Wolf? Ja, ich stelle mich hier mal auf andere Seite. Da ist er in den Dreck geschossen. Müssen dich da ran, ich schieße in den Dreck. Fein ist es auch. Gibt's ja nicht. Treffer! Wieder getroffen. Auch. Nochmal. Aha. Hattest du die Püppi jetzt schon gelootet? Nee, mach ich gerade. Alles gut. Alles nur drinne. Tatsächlich nur drei Stück von diesen Kamm liegen. Also wir nehmen es ja mit dem Hotdog wortwörtlich, wa? Ja. Komm, ich will mir mal das Auto ankicken. Noch mal für die eine Hütte. Ja. Theo, geh mal weiter nach links, du bist gerade selbstmordgefährdet. Ich glaub, den Zahnstocher fängst du nicht auf hier. Ja. Doppelfälle. Knickknack. Rumpel die Bumpel, weg ist der Kumpel. So, ich komme in eure Richtung. Ich habe jetzt natürlich das Essen, Trinken, also dass man weniger verbraucht, jetzt mal eine Stufe geskillt. Ich kann nicht behaupten, dass das funktioniert. Eher gefühlt, dass das schneller geht, wie das mal in der, also dieser Bug, den wir in der quasi experimental schon hatten. Also das ist immer noch so blöd los. Jo, kicken wir mal in das Häuschen rein hier. Ja. Also ich würde es jetzt nicht beschwören, kann ich einfach nicht hundertprozentig sagen, aber gefühlt ist das schon recht ordentlich. Ich habe gerade mich auf 11% hochgefuttert und habe es schon wieder 9%. Da hinten liegt der Dicke. Donnerwetter, die habe ich aber aus dem Bett geholt, ey. Da steht noch was im Kamin, siehst du das nicht? Ding von dir. Oh, da, jetzt sehe ich den O. Kaputt. So, blödes Versteck. Doch, die kommt wieder raus. Moment. Oh, der lebt hier hoch, pass auf. Hau mal ab. Von denen lebt keiner mehr. Macht euch keine Sorgen, die sind alle tot. Haha, sehr lustig. Und die bewegen sich. Ja, und wollen uns hauen vor allen Dingen. Ich glaube, den in der Ecke kaputt gemacht. Ne? Jetzt aber. Los, gut. Geh du die Dame mal looten. Ich loote mal hier. Hättest du gern rot? Ey, hier gehen? Ist ein funktionierender Bums. Deine Toilette, da ist noch ein. Ja, sehe ich gerade. Aber der Bums-Dings hier funktioniert.
Und oh, oh, komm Kacke. Raus. Ja, raus! Oh. Ich hab die gerade ins Gesicht geschossen, ich komm schon um die Ecke. Als... Vorsicht, Theo, komm aus der Tür, ich will umballern. Boah, Ui, Alter. Die hat aber ein schickes Kleidchen an. Kann man die behalten? Guck dir mal an, du Alter. Achtung, du dunder Wetter, warte mal. Uiuiui, und wie sie da liegt. Hat nichts bei für uns. Ja, ohne. So, Theo. Ich gehe oben kicken. Ah, Theo, ich komm wieder runter kicken. Da kommt schon wieder ein Zombie, du. Ist er, da ist er. Ah, in die Wand geschossen. Oh. Schieß in der Bene. Oben liegt noch eine dicke Mutti. Ganz locker. Ganz locker? Hallo, ich hab mir fast in die Hose gekackt, ey. Die dicke Mutti, die kommt. Warte. Ich muss ihr noch zeigen, wo ich bin. Oh, die geht raus. Dann macht Theo Kugelsee jetzt weg. Ist der auf der anderen Seite? Nee, er ist gerade hier und. Oh, die hat eine Stahlschaufel bei ihr gehabt, das ist ja cool. Das ist geil, ja. Ja, das muss man gebrauchen. Können wir gleich hier cool. Den Weg ab auf. Ich kann jetzt Lederrüstung und noch eine Rüstung herstellen. Nico. Was ist das? Wollen wir jetzt diese Hütte nehmen oder was? Nein, wir bleiben in der Stadt. Ja, wir hüten schon wieder am Klo rum, bitte. Ecke. Aber im Gegensatz zu euch nehme ich die Kacke nicht mit. Aber mal Fenster auf, ne? Wenn du auf Klo warst. Ja. Fünf Prozent Futter noch. Ich kann auch fast 4% Futter noch. Das tickt richtig runter. Ich glaube, das mit dem Skillen würde ich erstmal an eurer Stelle unterlassen. Aber ich hab auch nicht mehr viel. Und ich friere. Was? Jo. Ich habe allerdings nur so ein Hemdchen an. Das kühlt. Den darf ich nicht beschweren. Also los, Jungs, lass uns noch gucken, ob wir noch ein Hirschchen oder so finden. Ja. Erst in der Zwischenzeit noch eine Blaubeere. Halt wieder 25. Aber war nicht irgendwo. Felder? Was war irgendwo? Haben die noch Scheunen und Felder? Ja, aber das war noch nicht reif. Und hier so ein Stinkemann. Scheiße, so ein Stinkemann, wir brauchen was zu fressen, Alter. Zombies können wir immer noch killen irgendwann. Aber das war doch klassisch toll. Also, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Du bist ein bisschen stolz drauf. Das sah doch geil aus. Fand den gut. Wo bin ich dir? Jetzt. War das denn irgendwie so, man darf nicht so viel von komischen Beeren fressen? Von welchen? Diese Blaubeeren, die hier überall sind. Die Heidelbeeren schon, aber die Blaubeeren, diese Snowberries nicht. Ah, okay. Dann holst du eine Magenverstimmung. Oh. Also so 5-6 Stück kannst du schon essen, da passiert nichts. Alter, ich sehe hier kaum Hirsche, ne? Ja, die, ja. Also die Menge der Tiere ist ja reduziert worden, das wissen wir ja. Aber das ist schon ganz schön eng, muss ich sagen. Ne?
Also das macht schon Sinn, dass anstatt wie ich jetzt sinnlos dieses Essen und Trinken zu skillen, dass ihr eventuell mal primär die Sache mit dem Jagen oder mit der, was ihr da vorhin gesagt habt, skillt. Hilf mir mal, Ena, ich komm hier nicht weg. Kacke, die hat mir gestunt. Boah, Alter. Und ich dachte, Theo ist noch bei mir. Da ist er schon wieder weiter heran. Nee, ich muss dich also jetzt noch gut hauen. Aua, aua. Ja, ich war doch fix da. Ja. So offensichtlich zu dem anderen Vogel, der jetzt gerade zum Recht kommt. Ja. Ach, schicki. Hast du nicht so? Ich habe auf dem Weg zur Stadt jede Menge Wildschweine gesehen. Wildschweine sind ja cool, wa? Weil sie nicht wegrennen. Ja, aber wo? So, jetzt können wir mal schön Blick auf unsere Stadt nehmen. Ja, idyllisch zwischen drei Seen gelegen, in einem Tal, zwischen den Bergen, da hinten. Das wird unser Städtchen. Natürlich immer nur den Fall, dass jetzt keine größeren Probleme auftreten. Seven Days to Die ist ja immer so eine Sache. Ich hoffe, dass man ausreichend getestet hat. Seit der letzten Experimental sind immerhin 14 Tage vergangen. Jo, wir rennen hier hinterher, ja? Yep. Gleich mal sehen, was hier oben los ist. Oh, ich muss mal hier kurz den Stein mal zerlegen. Ich brauche unbedingt Steine, verdammte Axt. Ich auch. Oh, hier cool. Ich stehe hier mit auf dem Grat. Ha! Leichte Hühnerdiebe! Du Spinner! Jo, ich hab dich auch so lieb. Ja. Wir sind gerade voll in der Aufnahme. Der Marc ist da. Oh, hi. Alles gut. Alles gut. Ich bin ja nur. Oh, wir haben hier im Nordwesten haben wir Wüste. Immer sehr angenehm, wenn man Sand braucht. Nee, ich würde sagen, Yucca-Früchte geht gleich los, Männer. Ja. Ja. Das ist gleich 100. So, die ersten 22 Minuten sind rum. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für diese Aufnahme. Mal gucken, ob der Marc noch zu uns kommt. Außerdem hat er sein Mikrofon nicht gemutet und wir hören seinen Fernseher im Hintergrund. Und deswegen machen wir einfach mal Schluss an dieser Stelle. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen und sagt alle mal ciao. Tschüss.